Wenn du beliebt bist, stehen dir alle Türen offen. Andere müssen an dem Image arbeiten. Mr. Johnson, ich möchte antworten. Mal sehen, wer die niedrigste Punktzahl hat. Jacqueline, du bist dran. Warum ich? Oh, ich habe mich gut vorbereitet. Nennen Sie mir eine polygame Pflanzenart. Ich habe keine Ahnung. Oh, Alice, hilf mir. Oh, ich kenne eine Menge Beispiele. Alice, hier. Ich? Nein, das kann nicht sein. Hey, beachte mich. Alice, du wirst gerufen. Auf keinen Fall. Alice, ich rede mit dir. Ich? Wirklich? Ich werde dir helfen. Es ist eine Mango. Ich kann dich nicht hören. Du bist nicht bereit für den Unterricht. Du bekommst eine 6. Oh. Setz dich, Jacqueline. Toll, jetzt muss ich meine Noten verbessern. Oh, ich habe eine Idee. Hallo? Hallo? Kannst du mir bitte helfen? Klar, im Gegenzug bringst du mir bei, so cool zu sein wie du. Kann ich mir das ausleihen? Ja, das sind die besten Kosmetika. Du kannst sie benutzen, wenn du willst. Du kannst alles lernen. Oh, ich habe auch was für dich. Fang mit diesem Buch an. Das sind die Grundlagen. Okay. Also, ich gehe mich jetzt schminken. Viel Glück. Ich werde das auf gar keinen Fall lesen. Sie soll es mir lieber erklären. Hä? Du hast mich erwischt. Oh, nimm dir was immer du willst. Fass mich nicht an. Jacqueline, beruhige dich. Ich bin's, Alice. Du hast mich zu Tode erschreckt. Gefällt dir mein Look? Du beeindruckst, aber ich habe eine bessere Idee. Fertig. Wow, ich erkenne mich nicht wieder. Danke, du bist jetzt meine beste Freundin. Kein Problem, ich hoffe, dir gefällt's. Das ist mein Kleiderschrank, so ziemlich alle Sachen. Niedlich, zeig mal her. Ich hoffe, du wirfst meine Lieblingssachen nicht weg. Das ist eine modische Katastrophe und das auch. So ein Pulli habe ich definitiv nicht im Schrank meiner Oma gesehen. Übertreib es nicht, Jacqueline, sonst hat Alice nichts mehr zum Anziehen. Die Sachen sind nicht schlecht, aber ich würde mich für eine entscheiden. Alice? Was machst du da? Wenn du hübsch sein willst, musst du diese furchtbaren Sachen wegwerfen. Aber das ist so schwer. Kein Aber, sei stark. Was für ein Kleid wird Alice passen? Oh, das ist perfekt. Die Farbe ist hell. Probier. Was denkst du? Ist es gut? Passt gut. Oh, was ist das? Du siehst aus wie ein E.T. Komm her. Lass uns diesen Albtraum beheben. Jetzt zeige ich dir, wie du Haare wie ein Profi machst. Wir versuchen's. Ich hab's. So? Ah. Jetzt wird es toll. Alice versucht alles. Sogar mit dieser Methode. Ups. Oh. Was habt ihr mit mir gemacht? Ist das eine Art Streich? Sorry, das wollte ich nicht. Oh, ich sehe gut aus. Das war knapp. Alle Augen werden auf dich sein. Wow, klasse. Die Locken sind so toll geworden. Heute werden wir ein Vogelhaus bauen. Fangt an. Das sieht anspruchsvoll aus. Oh nein, ich kann meine Frisur leicht ruinieren. Ich muss sie um jeden Preis beschützen. Was macht sie da? Fertig. Jetzt kann nichts mehr meinen Look versauen. Oh, es scheint, als wäre Alice schon fertig. Alle Parameter sind perfekt. Es ist sogar haltbar. Erstaunliche Arbeit. Ah, meine Haare. Es ist alles in Ordnung. Ich kann es retten. Alice, beruhig dich. Du bist zu weit gegangen. Es sieht so aus, als wäre die Verwandlung von Alice gut. Hi, Jacqueline. Bist du bereit, alle zu beeindrucken? Dann lass uns gehen. Autsch. Pass auf. Was machen wir jetzt? Oh, ich weiß es. Lass uns gehen üben. Hoch mit dir. Bist du sicher, dass es sicher ist? Komm schon. Oh, ich hab's jetzt. Gib nicht auf. Nochmal. Du schaffst es.
Ich glaube, du bist soweit. Lass uns zusammen den Flur lang gehen. Okay. Oh, nächstes Mal langsamer. Wie wäre es mit der Handtasche? Nicht schlecht. Wow, diese Brille ist fabelhaft. Darin werde ich ein Star sein. Aber sie ist so teuer. Hallo, wir brauchen eine Ducci-Brille. Hast du die Ware? Natürlich, genau was du wolltest. Hier. Siehst du, man muss nicht viel Geld ausgeben. Jacqueline, du bist die Beste. Ich kann's kaum abwarten. Wie sehe ich aus? Wie ein Star. Ab in die Klasse. Aber nicht nur die beliebten Mädchen lieben Mode. Auch ihre Klassenkameradinnen liegen im Trend. Oh, diese Mädchen haben die gleiche Brille. Jeder hat eine. Was für eine stylische Klasse. Sogar der Lehrer liest Modezeitschriften und trägt diese Markenbrille. Ich kann nicht glauben, jetzt ein Tattoo zu bekommen. Hi, kannst du dieses Herz tätowieren? Wir wollen passende Tattoos. Kein Problem, eine Minute. Oh, das ist aufregend. Keine Sorge, das ist nicht schmerzhaft. Wow, das sieht süß aus. Wahnsinn, beste Freundin. Kannst du mir noch was tätowieren? Das wird mehr kosten. Geld ist kein Problem. Fertig. Nicht schlecht. Alice sieht jetzt aus wie ein wandelnder Spickzettel. Sie wird auf jeden Fall beliebt sein. Danke. Tschüss. Warte, du musst noch bezahlen. Für die Kniggelektion beschließt Jacqueline, ihre Freundin in einer beliebten Sushi-Bar zu unterrichten. Nicht so schnell. Stell es zurück. Na gut. Als erstes musst du ein Foto vom Essen für Insta machen. So, hast du verstanden? Okay. Na, nicht mit den Händen. Nimm die Stäbchen. Okay, die habe ich gebraucht. Was machst du? Stimmt was nicht? Du hast keine Manieren. Es ist schmerzhaft. Die Lektion ist misslungen. Es scheint, dass manche Dinge echt nicht klappen. Guten Appetit. Nein. Zuerst müssen Sie ein Foto für Insta machen. Okay. Spar nicht an der Soße. Vielleicht hat Alice die Manieren nie gelernt. Aber sie erinnert sich an die Regel mit den Fotos. Das Sushi ist lecker. Oh, da ist jemand. Ich habe davon geträumt, auf dem Lehrerstuhl zu sitzen. Ja, ich habe dir doch gesagt, dass uns niemand stört. Postest du was? Lass mich sehen. Sieht aus wie ein typisches Nerdgirl. Kein Wunder, dass die Jungs dich nicht mögen. Was ist los? Ich zeig dir, wie man schöne Bilder macht. Okay. Selfies aus diesem Winkel sehen gut aus. Wow, kannst du ein Foto von mir machen? Klar. Sieht diese Pose gut aus? Ja, und jetzt lass es uns bearbeiten. Ich vertraue dir nicht. Hier, das hier geht größer. Schau, wie verführerisch. Ja, schön. Hast du gerade mein Bild gepostet? Ich versuche hier, dir zu helfen. Alice lernt schnell. Oh, mein hübscher Nick. Oh, lass mich sehen. Wow, ein cooles Outfit. Heute machen wir einen Übungstest. Hi, Leute. Wow, sie sehen genauso aus wie auf dem Bild. Super stylisch. Wow, nicht schlecht. Hey, Jacqueline. Darf ich den Helm probieren? Klar. Wow, der glänzt. Ich frag mich, sehe ich damit aus wie ein Biker? Ja, es sieht ganz cool aus. Wirklich? Vielleicht ist es mein Hobby. Oh, die Haare sind durcheinander. Oh, weißt du was? Ich denke, du solltest den Helm für den Rest der Stunde tragen. Er steht dir super. Gut. Ich stelle mir vor, dass der Test eine Kurzstreckenfahrt ist. Stopp, ich muss den Status überprüfen. Kein Problem, hier, nichts. Alles klar, Sie können rein. Ja! Diese Manieren. Habt ihr irgendwelche Hacks, wie man an der Uni beliebt wird? Schreibt es uns in die Kommentare.
Hat euch das Video gefallen? Dann liked und abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!